Ich bin Mechaniker. Sie sind kein Mechaniker. Sie sind Wissenschaftler. Mechaniker tragen entweder einen öligen Overall oder werfen mit Rohrzangen um sich. Sie haben ja Vorstellungen. Sie haben mich doch auch sofort als brutalen Elitesoldaten erkannt. Es ist die richtige Ausrüstung, die zählt. Dann brauchen wir wohl auch noch Ausrüstung. Ist der Fluss der einzige Zugang zum Kraftwerk? Es gibt noch einen Heliport. Aber der ist nur für Geschäftspartner und Indes selbst. Und der Landweg? Ist vermint. Vermint? Wer Erfolg hat, hat auch Feinde. Und wer dann obendrein noch schlau ist, engagiert Sicherheitsexperten wie mich. Indes hat eine Privatarmee? Ja, die beste der besten. Und auch die teuerste. Ich hoffe, es bleibt noch genug Geld für die Reaktorsicherheit. Warum? Wir sind die Reaktorsicherheit. Wir sorgen dafür, dass kein Öko-Fundamentalist ins Kraftwerk kommt und Mist baut. Ökologie ist also schlimmer als Radioaktivität? Sie klingen jetzt wie einer von denen. Immer alles ausdiskutieren wollen. Ich mache doch nur meinen Job. Vielleicht ist Ben Svensson gar nicht so schlimm. Lassen Sie sich von seinem Äußeren bloß nicht täuschen. Er ist ein Energieimperialist der allermiesesten Sorte. Vielleicht ist seine Energie ja besser für die Welt als die von Indes Industries. Reine Imperialistenpropaganda. Ich sage Ihnen, diese selbsternannten Weltverbesserer wollen uns nur den Markt kaputt machen. Wenn es nach denen ginge, gäbe es auch keine Privatmilizen mehr. Und dann wäre ich wirklich arbeitslos. Jetzt malen wir den Teufel mal nicht an die Wand. Richtig. Ben Svensson ist tot. Das Thema ist gegessen. So. Also, denen fehlt das Bier. Viel Vergnügen noch. Werden wir haben. Und dann schauen wir mal weiter. Hinten geht's noch Metall. Wir doch mitnehmen. Weg damit. Und da steht doch noch ein Kasten Bier. Bei Bier. Och. Ich sehe nichts. Auf der anderen Seite hängt etwas davor. Ach, da wird der Spiegel wahrscheinlich hängen. Sie befestigt etwas auf der anderen Seite. Eine Schraube. Stecker. Sie befestigt etwas auf der anderen Seite. Ziehen wir mal alles raus hier. Schraube, Decker. Dann müsste es dunkel auf der anderen Seite sein. Das Bier haben wir. Noch mehr sehen. Ach, und das ist der andere. Okay. Huch. Finger weg! Schon gut, schon gut. Hier steht der Bootstyp. Amazon Buggy C600. Okay, dann... Nee, dann sorgen wir erstmal dafür, dass der andere besoffen wird. Ach nee, dann wird das wahrscheinlich... Das Blechschild sein, was im Weg hang. Vor dem Loch. Aha, dahinter war ein Loch. Mhm. Da, ja. Sie können jetzt weiterspielen. Oh, vielen Dank. Meine Herren, es geht weiter. Ihr spielt ein Trinkspiel? Yep. Willst du mitmachen? Ich will, dass ihr nüchtern werdet und helft. Wir helfen doch, wir helfen. Guck, Benicio zieht eine Karte und wir erraten die Farbe. Haben wir recht, trinkt er. Und hat er genug getrunken?
klauen wir seine Sachen. Ganz einfach. In dem Zustand kommst du nicht weit. Wieso? Wohin will ich denn? Du wolltest mit zum Kraftwerk und eine Reportage über uns schreiben. Ach, erzählt mir doch einfach, was passiert ist. Wenn wir dann noch leben. Ich weiß schon, warum ich mich betrinke. Jetzt weiß ich, wie wir auch die Infos weitergeben können an die beiden. Und zwar, ihr Herz, also das rote Herz wahrscheinlich für das normale Herz, das lila Herz für Peak, haben wir noch Kreuz und der Spiegel ist Karo. Ich schreibe mir mal auf, in welcher Reihenfolge die hängen. Dann müssen wir es nämlich nur noch umdrehen und auf der anderen Seite die Stecker dann richtig machen. Warte mal, dann schreibe ich es mal gleich direkt richtig auf. Dann haben wir hier das Herz. Schräg darunter das Peak. Ah. Dann kommt in der Mitte Kreuz und die andere Seite Karo. Kannst du mir Geld leihen? Wieso ausgerechnet ich? Weil du am Heliport als einziger gewechselt hast. Ah, Mist, erwischt. Hier, nimm. Aber sparsam damit umgehen, ja? Danke. Das ist wahrscheinlich fürs Telefon, aber das brauchen wir ja noch nicht. Sind alle deine Reportagen aus zweiter Hand? Nicht alle. Vieles kommt direkt von mir. Du denkst dir deine Stories aus. Wieso überrascht mich das nicht? Hey, ich kann die Wahrheit nicht verkaufen, wenn die Verpackung nicht stimmt. Da wird schon mal aus einer ollen Oma eine heiße Blondine oder aus einem Mönch ein Mörder. Und aus zwei besoffenen Taugenichtsen? Clever und smart. Wie läuft der Plan? Er ist zu raffiniert. Blaukraut bleibt Blaukraut und wird immer Blaukraut bleiben. Blaukraut, Blut, der Blutkrebs. Wir sind so kurz davor, ihn zu besiegen, aber uns fehlt eine richtig gute Strategie. Besser ihr überlasst das Denken jemand anderem. Wie du meinst. Ich tue mir das nicht länger an. Vielleicht müssen wir auch erstmal feststellen, dass wir dann durch das Loch die Karten angucken können. Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken. Wenn ich nicht ganz blind bin, dann das ist Karo. Okay, Karo wäre dann der Stecker. Und? Welche Farbe halte ich hoch? Hat es irgendetwas mit Spiegeln zu tun? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Du trinkst. Und? Welche Farbe? Quadrat? Rechteck? Weißt du überhaupt, wie Karten aussehen? Du trinkst. Ach. Dann müssen wir es ihnen doch wohl erzählen. Müssen wir mit Duwe sprechen. Guck mal, Bent. Ich hab mich betrunken. Wir sind mitten im brasilianischen Dschungel vor dem Indes-Kraftwerk und dein Sohn betrinkt sich mit den Wachen. Toll, was? Nein, das ist ganz und gar nicht toll. Ich bin aber, nicht hier, um dich anzumotzen. Sondern? Es, Dove, es tut mir leid. Ich, war kein sehr guter Vater. Und, ich habe Riesenmist gebaut. Naja. Dann trink mal ruhig weiter. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Bent? Hm? Lass uns erst die Welt retten und dann unsere Beziehung in Ordnung bringen. Ich habe den Kleinkram gerne vom Tisch, bevor es ans Eingemachte geht. Ja, auf jeden Fall. Pass auf dich auf, Duwe. Du auch. Und trink nicht so viel, hörst du?
Oh, jetzt hast du den schönen Abschied kaputt gemacht. Ich sag ja nur. Ach. Können wir Oggi irgendwie einen Wink geben? Wie läuft der Plan? Er ist zu raffiniert. Blaukraut, Blaukraut. Ja. Wir sind so kurz davor. Besser, ihr überlasst das. Wie du meinst. Ich tu mir das nicht. Okay, ich hoffe, es klappt irgendwann. So. Nochmal durchs Loch gucken. Das ist Caro. Nutzen. Und? Welche Farbe halte ich hoch? Quadrat? Rechteck? Weißt du überhaupt, wie Karten aussehen? Du trinkst. Ah. Wir müssen wahrscheinlich den Spiegel noch ein bisschen schief hängen. Ah, wir müssen die Schraube lockern auf der anderen Seite. Die Schraube lockern. Schraube, Plane, Blechschild, Münzen. Na komm. Ja. Hier oben wahrscheinlich. Hm. Auf der anderen Seite hat sich etwas bewegt. Nochmal nachgucken. Ja, perfekt. Ja, benutzen. So? Was ist die Ansage? Caro. Falsch. Du trinkst. Die Schraube auch noch lösen? Ist die vielleicht vom Herz, damit die verkehrt rum wird? Mal probieren wir es mal aus. Klingt, als wäre etwas umgekippt. Gucken. Perfekt. Jetzt haben wir das alles. Und jetzt können wir schauen. Das ist Herz. Herz war zweite oben. So. Pik, Karo oder Kreuz? Weder noch. Ich sage Herz. Richtig. Ich trinke. Das ist Pik. Okay. Pik, dann haben wir das hier unten. So. Pik, Karo oder Kreuz? Pik? Richtig. Ich trinke. Das ist Caro. Das ist Caro. Caro ist hier hinten. Stecker benutzen. Es ist Caro. Richtig. Ich trinke. Der Wachmann ist jetzt betrunken genug. Nein. Der Wachmann ist jetzt betrunken genug. Ach. Dann sprechen wir ihn nochmal an. Hat Fortuna sie verlassen? Nein, sie holt nur Zigaretten. Was soll die dumme Frage? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ach ja? Vater, misch dich nicht in unser Spiel ein. Wir kommen gut allein zurecht. Wenn du das sagst. Mal hier den Schlüssel nehmen. Darf ich? Flossen weg, Opa. Sonst knall ich dich ab. Er ist jetzt also betrunken genug, dann können wir doch vielleicht das Telefon benutzen. Das ist nicht umsonst. Wie viel wollen Sie denn? Zeigen Sie mir, wie viel Sie haben und wir sehen weiter. Hier. Reicht das für ein Telefonat? Klar. Das reicht sogar für mehrere. Die Rechnung zahlt ohnehin Emilio indes. Wofür war dann das Geld? Bearbeitungsgebühr. So. Benutzen, wen können wir anrufen? Wollten Sie nicht jemanden anrufen? Ich habe vergessen, wen. Kann ich mein Geld wieder haben? Es wird Ihnen schon wieder einfallen. So. Hinten ist nur der Jeep. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt hier hinten den Dingens reparieren. Den Kahn.
Sprechen wir als erstes mal mit dem Wachmann. Entschuldigen Sie, ist das Ihr Boot? Das geht Sie nichts an. Darf ich Ihnen trotzdem eine Frage stellen? Nein, verschwinden Sie. Aber ich bin doch der Handwerker. Ein Sumpfboot, das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Intruder ansehen. Auspuff. Weg von dem Kutter! Sie haben da nichts verloren. So ein Quatsch. Schrott. Probier mal jetzt alles aus. Eine weiße Flagge wird den Klimawandel nicht aufhalten. Es ist Zeit für Taten. So ein Firlefanz. Fuppes. So ein... Ja, okay. Blanker und... Fuppes. Unsinn. Schrott. Firlefanz. Pah, guck. So, der Tacker. Nichts als so ein... Ja. Ich muss die Plane irgendwo anbringen, bevor ich sie festtackern kann. Ach. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Kommen wir irgendwie in den Sumpf rein vielleicht? Boot vielleicht? Nichts als Unfug. Mit Faye irgendwie sprechen? Faye? Wie geht es deinem Husten? Besser. Es kommt auch kein Blut mehr. Wenn wir die Alge gerettet haben, musst du unbedingt ins Krankenhaus. Ja, ja. Was soll ich nochmal machen? Finde einen Weg zum Kraftwerk. Mit dem Jeep kommen wir nicht weiter. Gut. Ich hol dich dann, wenn alles bereit ist. Okay. Bis später. Okay, den Jeep können wir sowieso also nicht mehr benutzen. Also probieren wir es doch mal. Sinnlos. Wenn Faye recht hat, dann sind die Straßen zum Kraftwerk versperrt. Einfach drauf losfahren wäre Selbstmord. Vielleicht können wir ja irgendwas... Blanka! Ja? Ich habe da eine Idee. Ich nehme das Schild, verbiege es so, dass ich die Schraube durch die Öffnungen an beiden Enden schieben kann, fixiere die Konstruktion mit der Mutter und im Nu habe ich eine hausgemachte Schraubzwinge. Nicht schlecht. Ah, für was? Ha, Kokolo. Ha. Ich muss die Plane irgendwo anbringen. Eine Schraubzwinge. Wofür denn? Wofür eine Schraubzwinge? Hier können wir dann sowieso nichts mehr machen. Bierflasche. Öffnen. Soll ich Ihnen ein Bier öffnen? Oh, Monsieur, sehr gerne. Nehmen Sie ruhig den Flaschenöffner an meinem Schlüsselbund. Darf ich? Nee! Beruhigen Sie sich. Ich will Ihnen nur das Bier öffnen. Hey. Okay, aber keine Tricks. Interessant. So, jetzt haben wir den Bootsschlüssel.